Hallo. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Ist irgendjemand da? Der morgendliche Moti fängt. Irgendwas, Leute, irgendwas. Na, na, da, Jesse, was geht? Ich wollte gerade Darius sagen. Na. Meine Freunde nennen mich Luca. Bin ich Sony. Wie kann es so früh sein? Ja. Ja. Ich bin auch schon voll zu spät, Mann. 9 Uhr, ey. Ich wollte eigentlich um 8 Uhr online kommen. Aber ich habe gerade noch Discord-Nachrichten beantwortet. Warte, ich muss das Licht einschalten. Fällt mir gerade auf. Irgendwie laggt das Licht ein bisschen. Warum laggt das Licht? Hä? Jetzt geht die Fernbedienung nicht mehr. Okay, Leute, ich hab's ja geschafft, ja? Ich hab's ja geschafft. Nee, es geht wieder. Ich war einfach verhext. Na, was geht, Mann? Guten Morgen, heute habe ich gar keine Power. Ach, das dreht vielleicht doch hoch. Darius ist auch noch nicht da, ist wahrscheinlich immer noch am Pell. Arki ist wieder eingepennt. Wie es wirkt. Naja. Dinge auf dich zeigen. Dann mache ich mal meine Dailies. Aber ich muss auch erstmal hier ROW starten und so. Ich spiele jetzt auf True Ending. Hunter Level 50. Die Sucht kickt. Die Sucht kickt. Der Monster Hunter süchtige Dirty. Achso, da ist mein Eistee. Nur der gute von Penny. Flüssiger Schlaganfall. Ich werde mit 35 sterben. Ui. Oh. Früher war ihr Zeckenklatschen. Okay, ich muss noch ein Age of Wushu öffnen. Meinen Twink noch einloggen. Boah, ich bin so müde, ey. Okay, ich fange an mit der guten alten TP. Ich hoffe, es macht um die Uhrzeit noch irgendjemand TP. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht verpasst. Hat das schon erkannt? Ja. Es geht, mein Jesse. Wie geht's? Wie läuft Leben, mein Bruder?
Müssen wir wieder was zusammen machen, ey. Ganz okay. Gut. Einmal die Chuchu-Box holen. Wie jeden Tag. Wir können ja mal wieder Monster Hunter spielen. Du bist jetzt nur einfach auf Level 5000. Ich stehe daneben und denk mir, ja. Ja. Ist halt tot, der Gegner jetzt. Ja, keine Ahnung. Wie mache ich das jetzt? Ja, scheiß auf Hintergrund. Hi. Ich habe Dinge gesehen. Du hast Dinge gesehen, die haben dich völlig verändert, Lassie. Du kannst mich als echte Spielcam nehmen und ich kämpfe gegen Ibushi, was? Was? Du meinst als Content Cam? Ich habe gestern erstmal hier den ganzen, ich habe den Chat eingestellt, ich habe jetzt Alerts hier, ich habe jetzt eine Emote Wall hier. Ich habe es endlich mal wieder geschafft nach 2 Wochen oder so. Ist die Demokratie keine Demokratie? Mhm. Den Namen werde ich mir nie merken. Das ist relatable. Ich habe es auch immer schwer mit Begrifflichkeiten und Namen merken. Mir doch egal, wie das heißt. Ich weiß, wie es aussieht. Ich raste aus. Ich muss immer gucken, Hörnchen ist immer manchmal ein bisschen aggressiv. Ich mach mal die alte Stream-Playlist mal wieder an. Okay, dann sind wir jetzt hier. Cool. Du, 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 du. Alles, was wir haben, haben wir geklaut, Leute. Der morgendliche Moti. Wir haben jetzt schon Tag 11, ne? Alter. 11 Tage live. Schaffe ich die 30 Tage? Wir werden es sehen. Ich denke, diesmal ja. Ich hoffe so sehr, ich komme noch in der TP. Aber die machen, der ganze Server macht das halt um 0 Uhr. Ich will mich im Licht näher schmieren. Hä? Wo ist Hörnchen? Ich glaube, ich höre Gespenster. Der ist da gar nicht. Oh je, Mini. Der Junge muss mal wieder in Therapie. Du, 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 du. Ich war gestern mal wieder bei Arse im Stream. Das war ein bisschen sehr deprimierend. Ich habe reingeschrieben. Nicht einer hat Hallo geschrieben oder wie es mir geht. Das fand ich ein bisschen traurig. Ich habe mir den 1,5 Jahre gespielt. Ja, das war traurig.
Da frage ich mich schon die Frage. Und also ich weiß nicht, ob es nicht legitim ist, sich dann die Frage zu stellen, mochten sie mich, weil ich gut Schaden gemacht habe, weil ich ganz gut mitgespielt habe, oder mochten sie mich wegen mir? Ja. Das schwirrt gerade so ein bisschen in meinem Kopf, weswegen ich heute ein bisschen niedergeschlagen bin, weil ich habe auch Aso gestern davon geschrieben, weil ich dachte, ja, man kann ihm davon schreiben, vielleicht kann er mir den Kopf waschen. Ja, und was ich heute Morgen gelesen habe, als ich aufgestanden bin, das fand ich nicht so schön. Er hat das versucht umzudrehen und auf mich zu schieben. Ich finde das, keine Ahnung, Mann. Ich war ewig, habe ich nicht mehr dieses Gefühl gehabt. Ich fühle mich auch, als würde ich in WoW nur rumheulen. Dabei bin ich normalerweise gar nicht so, weil mir nichts den Grund dafür gibt. Aber wenn ich das Gefühl habe, scheiße behandelt zu werden, dann sage ich das. Gar keinen Bock, das einfach runterzuschlucken oder so. Das lasse ich nicht mit mir machen. Das fand ich schon ziemlich schade. Also gerade von halt den Leuten, mit denen ich super viel Kontakt hatte. Ich weiß noch damals, als Durdin oder Levin wieder nach Monaten reinkam, ich habe mich direkt gefreut, ich habe direkt geschrieben, ey, schön, dass du wieder da bist. Und ey, wie geht's, was geht's so im Leben? Wenn ich in Age of Wushu online komme, schreibt die ganze Gilde Hallo und fragt, wie es einem geht. Ich bin gestern mal wieder bei Ingame Time Show nach Monaten im Stream gewesen. Es wird sofort Hallo geschrieben und jeder fragt, wie, also die wissen, wer ich bin. Das waren nur 2-3 Leute. Aber direkt wird man begrüßt und wird gesagt, ey, cool, dass du wieder da bist. Aber in WoW, ich schreibe rein, ich versuche sogar Jokes zu machen und sowas. Keiner geht drauf ein. Nicht einer. Ich finde das wirklich traurig. Ja, sie mochten dich, weil du WoW gespielt hast, ja. Das finde ich richtig schade. Und ach, so hat es versucht, irgendwie umzudrehen in der Nachricht, die er mir geschrieben hat. Das fand ich traurig. Die haben jetzt letztens geschrieben, dass wir mal wieder reden sollten und sowas. Ja. Ich habe es also so oft angeschrieben, so lange versucht, Kontakt zu halten, keine Chance gehabt. Ja. Es ist schade. Ich versuche es bei der eigenen TP zu öffnen. Vielleicht kommt ja jemand. Master Tsinghua. Man wird nirgends so behandelt. Nirgends. Und ich habe auch eigentlich, habe ich nur geschrieben, so, weil ich habe einfach geschrieben, ja, ich bin ein bisschen traurig, 1,5 Jahre mit denen gespielt, keiner sagt mal Hallo oder begrüßt einen. Was wollte ich jetzt sagen? Und also hat da ein riesengroßes Fass draus gemacht, habe ich das Gefühl. Hat mir einen riesen Text geschrieben, dass er das arrogant von mir findet, dass ich das so sehe, dass ich nur, weil ich gut mitgespielt habe und sowas, gemocht wurde und so. Und hat es dann versucht zu drehen, dass ich die Leute nicht mag? Digga, warum wäre ich dann so traurig, dass sie jetzt mir nicht antworten? Keine Ahnung. Also ich kann ja verstehen, dass das seine Freunde sind, aber... Ich wäre davon ausgegangen, dass er das differenzieren kann. Du Fremdspieler, ja. Es gibt einen Grund, warum ich am Anfang ewig ausgeblendet habe, dass ich Age of Wushu spiele. Ich bin ja nicht eines Morgens aufgewacht und habe mir gedacht, ja, ich spiele jetzt kein WoW mehr. Das hat sich einfach so eingeschlichen. Das hat er auch gemeint. Ja, du hast ja nicht Tschüss gesagt. Ja, weil ich nie Tschüss sagen wollte. Weil mir die Community wichtig war.
Was aber anscheinend einseitig war. Das ist traurig. Ich hatte teilweise schon gar keinen Bock mehr, diese scheiß Raids und sowas zu laufen. Ich bin wegen der Community geblieben. Wegen den Leuten. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass die mich nur mochten, weil ich, ja, weil ich Schaden gemacht habe. Weil ich Top 3 in einem DPS war und so eine Scheiße. Ich meine, man hat schon öfter mitbekommen, dass Leute geduldet, also man hat schon öfter mitbekommen, dass Leute gesagt haben, ja, wir mögen ihn eigentlich nicht so richtig, aber er ist aushaltbar und er spielt gut mit. Und ich habe das Gefühl, ich bin da reingerutscht. Du hast doch mehr erreicht als jeder andere dort. Ja, das stimmt. Ich hatte eine fucking Heldenreise, ja. Aber ist eigentlich alles scheißegal. Hauptsächlich ging's ja um die Community, um die Gilde. Ich hätte woanders mehr erreichen können. Die ganze Zeit, 1,5 Jahre. Ich wusste das. Warum bin ich geblieben? Weil ich die Leute mochte. Keine Ahnung. Und dann werde ich einfach als Arroganz bezeichnet. Das nervt mich richtig. Ich hab die so viel supportet. Bin ich arrogant, weil ich ein guter Videospieler bin, oder? Bin ich arrogant, weil ich von mir selbst halte, dass ich ein guter Videospieler bin? Was man schwarz auf weiß sehen kann. Und das ist ja auch Mindgame. Wenn du denkst, dass du gut bist, dann bist du auch besser. Das muss man... das muss man sich einprägen. Über deine Seilkäfer-Movements müssen wir nur reden. Ey. Meint ihr jetzt nicht alle Videospiele? Nur die 3, die ich kann. Okay. Mach mal Chips zum Frühstück. Leute, Schlaganfall aus der Tüte. Okay. Oh Mann, die liegen die ganze Zeit hier. Ich liebe Pepperoni-Chips. Mm. Naja. Das ist halt EOW-Shit. Ich war gestern einfach enttäuscht und wollte das jemandem sagen. Und daraus wurde einfach so ein Fass gemacht. Aber ich sag mal so, betrachten wir es von außen. Du bist der beste Spieler von allen den Leuten. Einer der besten. Spielst aber auch am meisten. Ja, das stimmt. Erreicht Stuff, den Aso nicht erreicht, obwohl er Real Rap in dem Spiel lebt. Ja, und dann gehst du. Ja, ich komme aus dem Nichts, nimm alles mit und geh. Ja, ja. Ja. Ja, es wirkt wie Neid, aber ich will ihnen das auch nicht unterstellen, dass sie neidisch sind.
meine, die könnten ja auch. Könnten sie? Bei mir ist es halt hauptsächlich, ich lebe in Videospielen. Wenn ich ein Spiel spiele, dann spiele ich das Spiel. Wenn ich ein Spiel spiele, spiele ich das Spiel, Mann. Dann bin ich, denke ich, voll in. Ich habe immer große Ambitionen, will viel erreichen. Ich nehme das halt dann einfach pur ernst. Ich habe teilweise hunderte Gold ausgegeben für ein paar DPS, um irgendwelche Sockel zu ändern und sowas. Und am Ende habe ich nur 10 DPS mehr gehabt. Das hat keiner gemacht. Keiner. Also, niemand, den ich mitbekommen habe. Die Leute haben sich immer gedacht, warum? Das macht doch gar keinen Sinn. Macht doch wenig Sinn. Aber Min-Maxen des Todes. Ich lebe halt nicht komplett in einem Spiel. Also, ich will halt meinen Scheiß erreichen, will richtig gut werden und dann, ja. Und wenn ich dann alles erreicht habe, was ich erreichen wollte, dann bleibe ich nicht in dem Spiel. Dann gucke ich mich weiter woanders um. Alle paar Monate oder Jahre muss man ja auch mal das Spiel wechseln. So wie es in einem Spiel ist, lol. Ja. Nur sind meine Spiele halt hauptsächlich MMOs. Ich bin der MMO-Philipp. Ich liebe MMOs. Ich bin ein gemeinschaftlicher Mann. Ich brauche immer Leute um mich rum. Ich meine, ich habe mit 10, 11 Jahren angefangen, MMOs zu spielen. Ich bin da voll reingewachsen. Komplett. Ich habe wirklich wenig Singleplayer in meinem Leben gespielt, fast gar nicht. Für mich ist das einfach meine Art von Spielen. Und ich mag so Spiele wie das hier. Du hast einen Charakter und den spielst du einfach bis in die Unendlichkeit und mit denen gehst du immer weiter, mit jedem Update immer weiter. Ich mag auch die Rüstung, die du hier zusammensammelst, die behältst du für immer und so eine Scheiße. Es gibt schon viele geile Sachen, die ich, ja. Ich habe auch letztens mit Aki ein bisschen Age of Wushu und WoW verglichen. Und mir ist aufgefallen, in WoW, also die Raids sind ultra krass, die sind richtig cool. Wenn du dann mit einer Riesengruppe und wenn du dann ein Team hast und man geht jede Woche da rein und man spielt sich zusammen und man wird immer besser und wenn man belegt endlich einen Boss, den man nach Ewigkeiten, also wipe man endlich schafft und so, das ist richtig cool. Aber in WoW machst du eigentlich die ganze Zeit dasselbe. Es hat nicht viel Content, das Spiel. Naja, die Achievements sind am Ende der Content gewesen, aber ja, looten und leveln. Und in Age of Wushu im Vergleich, du kannst so viel machen. Ja, du hast deine Dailies, die du jeden Tag machen musst. Eine Stunde. Wenn du jetzt nicht eine Stunde auf die TP wartest. Aber ist es so auf, dass man da drinnen einfach Zeit verbringt und miteinander Sachen macht, getrimmt. Es gibt so viele Funktionen. Du kannst so viele Dinge machen, die natürlich alle sehr PvP-lastig sind, aber es gibt so viele Möglichkeiten in diesem Scheißspiel.
Und du kannst es richtig studieren. Aber das geht bei WoW auch. Du kannst auch die Bosse und alles und die ganzen Mechaniken und alle Klassen und alles kannst du schon studieren. Aber trotzdem ist das alles dort in einem festen Rahmen. Ich finde, Wushu ist viel freier und offener. Wenn manchmal, letztens zum Beispiel, habe ich mich einfach mit jemandem in Discord gesetzt und wir haben einfach bestimmt 3 Stunden Martial Challenge gemacht und irgendwelche Skillsets ausprobiert und gegen andere Leute gekämpft und sowas. Das hat so Spaß gemacht. Weil in der Martial Challenge Arena sind alle gleich stark. Oder es kann auch mal sein, dass du einfach mit irgendjemandem rumhängst und dann kommt da jemand und will dich abfacken und dann passiert da irgendwas und dann gibt's irgendwie Stress mit dem und dann holst du noch deine Freunde, holst du deine Cousins, dann holt der seine Cousins, dann gibt's auf einmal Stress, dann ist jemand richtig abgefuckt und setzt Kopfgeld auf jemanden, dann holen sich die anderen Kopfgeld, also Kopfgeldjäger und jagen den erstmal über alle Maps und so eine Scheiße. Age of Wushu gibt es viel mehr, also es ist pure Spielerkommunikation. Das, was ich immer geliebt habe. Und ich finde, die Community ist viel cooler. Weil alle sich begrüßen. Auch so oft in Wushu, in WoW, man schreibt Tschüss, man sagt Hallo, keine Antwort. Keiner schreibt. Weil alle ihren eigenen Scheiß machen. Keine Ahnung, Mann. WoW Rant. Aber ich mag WoW trotzdem auch. Guck mal, jetzt bin ich der Asi gewesen, der nicht guten Morgen geschrieben hat. Okay, es hat keiner geschrieben. Guck mal, da kam eine Antwort. Das von der einzigen Person, die online ist. Was geht, Leo? Guten Morgen. Guten Morgen, Leo. Ich wollte mich gerade schon beschweren. Ich habe mich gerade ein bisschen über die WoW-Community aufgeregt. Weil ich war gestern mal wieder bei meiner Gilde im Livestream-Chat vom Gildenleiter. Und ich habe mit denen bestimmt 1,5 Jahre gespielt. Keinem hat mich begrüßt. Keiner hat geschrieben, ey, was geht? Schön, dass du mal wieder da bist. Wie geht es dir? Und dann habe ich mal das verglichen mit Age of Wushu. Hier schreibst du Hallo und alle schreiben Hallo und fragen erstmal, wie es dir geht. Ist ein ganz anderer Unterschied. Okay, ja, dann fragen wir unseren einen Zuschauer, ja, Leo. Was hältst du von einer Monster Hunter Rise Content Cam unten rechts von Jesse? Der einzige Zuschauer, der nicht Jesse ist, muss jetzt, entscheiden. Selber bei ESO kannst du so viel Scheiße machen und bis auf Event und Log in FOMO ist alles scheißegal. Ja, einfach ein riesen Community-Spielplatz. Du machst hier deine Dailies. Und der Rest des Tages ist Community-Spielplatz. Es gibt so viele Möglichkeiten. Diese Community auch mega nett, aber ich finde keine Gilde mit Leuten in meinem Alter. Alles Rentner. Ja. Leo, willst du es ihm sagen? Leo, ich bin mal wieder der Jüngste, wie immer. Und Leo ist der Zweitjüngste mit. Das sagt er vielleicht selber. (lacht) 32. Endlich C7. GZ, Mann, GZ. Hero Growth Plan Reward. Okay.
sehe, dass du gecheatet hast. Okay. Ich finde das schon. Ich würde auch gerne ins Musiken-Ding spielen. Ich würde auch gerne Cäsar spielen, ey. Sind die Kunlun. Ich muss mir die Kunlun-Dinger mal angucken. Wir müssen Martial Challenge machen und Kunlun-Zelt spielen, Mann. Ich finde das schon ziemlich cool, wenn du da mit einer Cäsar spielst. Kunlun ist mega OP, echt? Ist Tai Chi oder Yin? Bequem, wenn ich gehe. Finde ich jetzt eine Home-TP? Um die Uhrzeit, ich bin ein bisschen spät heute. Ich glaube, es ist, wie es ist. Ich meine, wir sind zwar im Gesamtbild, zwar immer die Jüngsten, aber im Gesamtbild sind selbst wir nicht mal mehr jung. Ja. 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 Als ich damals mit 13, 14 Wushu gespielt habe, da waren für mich 25-Jährige. Boah, 25? Okay. Aber warum spielen keine Menschen in unserem Alter MMOs? Sind die alle in FIFA oder was? Wo sind die alle? Ich frage mich, ob das Zielpublikum von MMOs wie Fernsehen irgendwann wegstirbt. Es wirkt so. Der Inner sagt so extrem HP Soul muss gegen mich Heal und Bubble nutzen, sonst RIP. Was? Verstehe ich nicht ganz. Aber es fuckt wirklich ab, immer der Jüngste zu sein und spielen. Macht Riot nicht ein MMO, das könnte ein Gamechanger werden. Mal gucken, wie das so wird. Wenn der Connect kommt, ziehe ich 550 HP pro Sekunde für 10 Sekunden und ich habe mich null auf den Inner spezialisiert. Wieder der Inner, der zieht dir Leben ab? Was? Ich verstehe gar nichts, Leo. Ich verstehe gar nichts. Ich bin dumm. Pinken Portemonnaie. Ich laufe mich an, dass du verstehst. Bitch, ich lauf bequem, wenn ich gehe. Sie schreibt mir nach, dass ich ihr fehl. Ich habe den Song in meine Best Hits All Time reingemacht, Mann. Das ist wirklich einer der besten Songs jemals, finde ich. Ever. Ever, ever. Okay. Ach so, jetzt, ja, okay, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Der Inner sagt bei mir Dings hier. Und ich muss mich die ganze Zeit gegenheilen, oder wie? Das geht erst nach der TP, Jesse. Das geht erst, ich muss gleich noch einmal klicken. Ich brauche die Monitor gerade für einen Twink. Der hier. Die süße Kanan. Die süße? Schau ihr wunderschönes Kleid an. Ich bin ein wunderschönes Mädchen. Oh! Okay. Ach so. Ich dachte, der sagt bei dir HP und du hast Probleme deswegen. Keine Ahnung. Ich mach gleich eine Content Cam an. Es ist noch früher, ich bin gerade aufgestanden, ja. Hirn noch nicht funktionstüchtig. Ich kann nicht mehr mal reden, Mann. Habt ihr mich verstanden?
Ich habe heute mal. Ist das besser, Leute? Findet ihr das besser? Ich strahle heute mal die Wand an und nicht mich. Ich kann ja mal drehen. Normalerweise mache ich ja immer so. Dann bin ich so komplett im Licht, angestrahlt. Aber ich habe gestern einfach mal, weil ich einfach die Softbox nicht ausgemacht habe, ich habe sie nur weggedreht und ich hatte noch meine Kamera an und dachte mir, das Licht ist vielleicht besser, wenn ich gegen die Wand strahle. Aber jetzt muss ich kurz klicken. Und ich bekomme es halt nicht direkt in die Fresse. Ich habe 20 Sekunden. Ja. Weißt du, das ist schon irgendwie softer, oder? Aber jetzt bräuchte ich eigentlich noch eine zweite, damit trotzdem viel Licht kommt. Das wirkt, glaube ich, natürlicher. Und auch die Lichter im Hintergrund und sowas und alles kommt, glaube ich, besser. Aber dafür sind meine Zähne wieder gelber. Oh Mann, Leute. Wer zahlt mir neue Zähne? Okay, jetzt kann ich Content-Cam anmachen, Jesse. Jetzt kann ich Content-Cam anmachen. Ich muss einmal nur hier einen Screenshot von meinen Daddies machen. Und die einmal hier rüberziehen. Einfach Dings. Multi-Discord. Ach scheiße, ich habe gestern wieder das Fenster gelöscht. Willkommen in Jessys Content Cam. Jetzt hat Jessy es auch mal wieder geschafft. Heute nicht Darius, heute Jesse. Okay, das ist ein bisschen groß. Ich mach das mal kleiner. Super. Super. Okay, da ist er ja. Okay. Was willst du mir zeigen? Die Monster sehen so monsterhaft aus in Monster Hunter. Was eine Aussage, oder? Okay, ich greife dich jetzt an. So, das ist meins. Du weißt mir so viel aus, ey. Ist das der Strahl? Aber wenn ich weit weg bin, dann passiert wieder nichts, oder? Ja, ich hab's gesehen. Der ist krank. Ich hab den Buff jetzt noch nicht gesehen.
Ist das der hier? Continually cross screen damage and slows down the target by 45% with a chance to extend the duration of damage by 2 seconds. Es ist krank. Ach, dieser Strahl ist das. Den hast du auch die ganze Zeit im... Alter, ich greif lieber an, ich bin halb tot. Komm mal, ich hab mir Gucci-Dagger geholt. Aber Level... Ah doch, ich hab schon Level 6. Aber Level 6 ist es auch nicht Level 12. Guck mal, ich brauche einfach nichts machen, ich sterb. Okay. Ja, das ist kranker Inner, hä? Und wo ist der Haken? Schnell heilen, Mann. Kalele ist immer in der Nähe. Okay. Es gibt einen Spieler, der ist richtig nervig hier. Der tötet einen immer. Aber Yin, oder? Ja, du bist Yin. Lies mein Inner. Wo ist er denn? Kun Lun Pul. Oh, jetzt muss ich schon wieder Englisch lernen hier. There is a chance to infuse internal energy into the target when attacking an unguarded target. Painting the Kun Lun force on them, a Kun Lun Pul line is formed between the two, making it impossible for the target to escape one control for 10 seconds. The closer the attack. Das ist schon ziemlich cool. Und das war ja das mit dem Damage. While the line is active, it continually restores owns health and energy. Distance between the two is greater than 12 meters. The Kun Lun Pul line becomes ineffective and the target takes a one-time damage when the distance is less than 4 meters. The target is immobile. Das ist ein kranker Inner. Ich brauche mir über Mitte gar nicht gucken. Bei mir meiner ist halt Tank. Das ist ja ein richtiger... Was? Ja, der ist wirklich OP. Aber ich dachte, der Five Poisons Inner wäre der beste. Einmal Master Student Shop. Die zwei hier. Ganz wichtig. Rework Inner. Yay. Wie viel habe ich noch? Wie viele Punkte? Also viel zieht das gar nicht ab. Oder zieht das überhaupt Archivenpunkte ab? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es keine Archivenpunkte abzieht. Ich dachte, dass man die da rein kultivieren muss. Ich habe diesen extrem langen Text hier nicht gelesen, weil... Habt ihr euch den Text mal angeguckt? Achso, für Tai Chi. Und ist Kun Lun der Beste für Yin? Wenn du jetzt nicht unbedingt Dodge Queen werden möchtest, als Pomf oder so? Rein damage-technisch? Kun Lun ist ja echt krank, ey. Jetzt mal noch am Rande, der Schaden, der dir bei dir ankommt, hängt von meinem Breath ab. Ich hab das nicht ausgereizt. Achso, das meinst du eben. Ja, krass. 652. Da hab ich ja mehr. Nee, ich hab genauso viel. Wenn ich das ausreize, bin ich bei über 1,2k. Okay. Krank, Mann. Ist das dein Main-Inner? Oder welche spielst du noch?
Ach, du spielst AWE. AWE, PvE, Kunlun, PvP, oder? Wie? War? Nee, Bruder, bring ich gerade was durcheinander. Ach, Kunlun ist gerade, dass jemand da ist, so. Orchidee. AWE war doch der Stack-Inner, oder? Okay, okay. Ich dachte, ich hätte mal wieder was durcheinander gebracht, diese ganzen Begrifflichkeiten und alles. Ich kann mir das immer alles nicht merken. Orchidee. Ich bin blind auf allen Augen. Das ist ein ganz schön großes Monster. Die Rüstung, die du jetzt gerade trägst, ist ganz cool, Jesse. Aber sowohl der Inner als auch die Sets sind sehr böse. Okay. Aber ich bin, mein Herz schlägt trotzdem für Wudangmann. Versuch mich jetzt nicht zu überzeugen. Aber ja, wenn ich ein Yin-Spieler wäre, dann wäre das schon ziemlich cool. Ich bin ein waschechter Tai-Chi-Atze, ja? Ich bin in der Mitte. Die Mitte ist mit mir. Situationsbedingt absolut OP, zumindest das dritte, vierte und fünfte. Okay. Was? Okay. Das ist schon ein kranker Bosskampf. Bist du kurz in WoW reingeswitcht oder was? Ja, sieht schon krank aus, Mann. Gegen was für ein Monster du da kämpfst? Jesse, du hast deine Time of Shine. Krank, krank, Mann, krank, krank. Einfach eine Nuke. Einfach eine Nuke auf den Boss geworfen. Aber das sieht schon interessant aus mit dem Ausweichen und das sind schon coole Mechaniken. Also wenn man sowas in ESO machen kann und mit einem 20er Raid und die ganzen Leute dann auch noch drauf achten müssen, was sie drücken und welche Skills und alle miteinander spielen müssen, dann hättest du mich überzeugt, Jesse. Dann würde ich mit dir ESO raiden gehen. Ich würde genau das gerne machen wollen, nur mit 20 Leuten und mit Skills. Ich würde dem mit Schneeschwert killen. Einfach Rage.
In Level 50 kämpfe gegen den und seine Freundin, beide gleichzeitig. Okay. Viel Spaß, Jesse, viel Spaß. Die Sushu-Box habe ich schon geholt. Dann geht's jetzt nach PE. Einmal PE machen. Ich klicke mich hier jedes Mal, ich muss noch warten. Ich habe auch keinen Order mehr. Habe ich meinen Twink eingeloggt? Ja, habe ich. Ja, dann mache ich School Spy. Ah, School Spy. Ich hasse School Spy. Habe ich euch schon mal erzählt, dass ich School Spy hasse? School Spy ist das Schlimmste auf diesem Planeten. Ist okay. PE bin ich dabei. Denn gleich wenn ich frei habe, lade ich dich ein. Das habe ich auch schon erwartet. Ich habe dich schon eingeplant zum Mitnehmen. Okay, dann geht's jetzt ab in die Schule. Leute, ich denke jetzt an nichts anderes als an meine Meridiane ausschalten, ja? Nicht vergessen, wenn ich gleich in Wudang bin, habe ich kein neues Gehirn. Ich vergesse nicht alles auf einmal. Ich muss meine Meridiane abschalten. Was wollte ich nochmal machen? Okay, Spaß. Okay. Ja, hier. War ein lustiger Joke, oder? Wie viele Sterne würdet ihr mir für den Joke gerade geben? Okay, let's go. Tieren Shansect. Ich habe mir die noch gar nicht richtig angeguckt, die drei neuen Schulen. Ich bin Oldschool-Player. 1,85 für den Versuch. Dankeschön. Dankeschön. Nehme ich. Nehme ich zum Mitnehmen. Das ist hier die blöde Schule, wo ich nie Offline-Spieler finde. Aber sie ist schön. Okay. Bis auf so die leeren Passagen, die mag ich nicht so. Stell da doch Sachen hin. Keine Ahnung. Ich finde es hier ein bisschen leer, teilweise. Ich finde auch schade, dass die neuen Schulen nur so alles das kleine Schulgebiet sind und die alten Schulen haben noch ein riesengroßes Gebiet drumherum. Wo man eh nie ist, aber es ist cool, dass es da ist. Oh mein Gott. Man muss sich nur beschweren. Ich hab direkt eingefunden. Tian Shan ist auch sehr gut, vor allem das vierte Set und der Inner ist auch Tai Chi, aber Wudang ist der beste Allrounder. Ja, Wudang ist halt tanky. Tian Shan habe ich mir auch noch gar nicht so angeguckt. Ich müsste mal gucken. Ich glaube, wir müssen uns noch 38 Mal in die Martial Challenge setzen, damit ich mir jedes Set einmal anschaue. Ich sollte mir eine Liste machen, welche ich schon gemacht habe und welche nicht. Dann sind wir nächstes Jahr fertig. Da kann man ja alles mal spielen. Man kann es auch in einer Cultivation Hall spielen, aber ich finde, das ist nicht dasselbe. Ne Mango. Teile mit mir ne Mango. Also meine Taktik war, mich komplett unabhängig von Schulen zu machen. Aber es ist ganz schön teuer, sich unabhängig von Schulen zu machen. Kunlun. Oh ja, oder man geht halt eine Faction oder so. Und holt da den Inner. Den darfst du ja einfach mitnehmen. Aber da wüsste ich nicht, was ich da spielen wollen würde.
Das hier ist Kunlun. Die haben da ein bisschen mit der Wand verkackt. Aber hier ist schon cool. Sieht aus wie Mount Hua. Aber das habe ich früher auch gemacht mit meinem Charakter vorher. Ich bin die Wine Water Palace gegangen und habe dann den Inner mitgenommen und hatte dann meinen hohen Divine Water Palace Inner. Und bin dann nach Shifting Flowers. Aber da habe ich abgebrochen mittendrin. Mach erstmal 5 Immortals 72, dann bist du free to go. Das mache ich ja sowieso. Ich will Wudang fertig machen, Disguisen, dann 5 Immortal und dann... Ich hätte richtig Bock auf Flower Prince. Ich mag das Set richtig gerne. Ich finde das so cool, wenn man so macht, so bum 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 bum. Du weißt genau, was ich meine, Mann. Wenn dann so der Wind kommt und machst so und bum 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 bum. Das wird zu teuer, wird es? Was? 100? Warum? Echt? Ich dachte, du musst so den Entrance bezahlen. Du musst da bieten ein bisschen auf das Token, was eh keiner haben möchte. Und darfst dann da reingehen. Aber hier ist es schon ziemlich leer, ne? Also. Die hätten hier schon ein paar Dinge hinstellen können. Ist alles einfach nur ein riesengroßer leerer Bereich. Wäre es einfach möglich. Ich habe es noch nie gesehen. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ob das jeder Dritte hat. Und einfach nicht spielt. Oder ist das Set so gut? Ich habe noch nie jemand mit dem Set spielen sehen. Auch keine weiblichen. Aber ich achte da auch nicht so sehr drauf. Ich habe ja noch nicht so den Blick dafür. Das gehört zu mit unter den besten Sets, echt? Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich hätte gedacht, das ist halt so ein... Ist halt so ein Casual Set. Ich finde es einfach nur, dass es richtig cool aussieht. Also ja, es ist Fernkampf, aber die Leute spielen hier alle Buddha. Die brauchen das hier alle nicht. Das ist ja nur so, ich dachte, das wäre nur so zum Fun. Fun, der einfach nur sehr, sehr lange dauert. Kunlun. Nicht im PvP? Ich dachte, Buddha Hard ist PvP. Dann merkt man wieder, dass ich gar keine Ahnung habe. Diese ganzen Sets und alles, ey. Also ich muss Chips zum Frühstück essen. Die liegen hier die ganze Zeit. Was soll ich machen? Ich habe die ganze Zeit so Heißhunger auf Chips. Oh mein Gott. Buddha ist essentiell PvP und PvE für High-Enies, ja, und World-Bosse. Damit alle irgendwo am Rande stehen können und einfach ihre Hände schießen können. Aber Flower ist eines der besten Sets, die das weibliche Chart für PvP haben.
Okay. Das finde ich cool. Hä? Ich dachte, ich wäre in Kunlun. Was ist denn hier los? Was haben die Ärzte mit Tai Chi zu tun? Mit Yin Yang? Die nehmen uns unsere Identität. Mit E-Mail Palm. Das habe ich auch erst letztens erfahren. Also ich glaube, das hast du auch gesagt, dass E-Mail Palm noch immer richtig gut sein soll. Ich dachte immer, das wäre outdated. Hat das auch Reworks bekommen wahrscheinlich, oder? Oh, zum Glück hat das funktioniert. Gibt Leute, die One-Shot nicht damit einfach. Was? Das muss ich mir wohl auch nochmal genauer angucken. Ich habe mit meiner Freundin zusammen letztens eine E-Mail gemacht. Und wir haben das erste Set erst nur gespielt gehabt. Wir waren kurz davor, uns die nächsten Sets zu holen, aber dann mussten wir schlafen gehen. Ich wollte ihr mal ein bisschen Wushu zeigen. Ich habe ihr das Set dann beigebracht und so. Hat schon Spaß gemacht. Zwei Noobs, die PvP machen. Noch zweimal Kunlun und dann bin ich endlich fertig für die Woche. Dann war's das mit Spine. Ich war auch gestern schon mal in Scholar und in Blissful Valley und hab mir die beiden dritten Inner geholt. Ich muss heute noch einmal eine richtige Tour machen und in alle Schulen gehen und mir die Inner holen. Warte mal, ich bin doch gerade hier. Ich mach das gleich. Oder hast du mir den schon geschickt gehabt, den dritten? Ich weiß gerade nicht, welchen du mir geschickt hast, den ersten, zweiten oder dritten. Ich war mit 27k im vorhin Wulin, lauf ins Feld und bam, von irgendwo der Seite 27k Damage. Echt? Einfach der Sniper. Alle? Ne, der einen. Welcher ist das? Autumn Oldskick Sekret? Sekret? Wo ist denn der? Da ist der Trader. Das ist der erste, okay. Ja, dann haben wir die ersten getauscht. Dann hole ich mir den dritten kurz. Ich kann auch selber holen. Du musst nicht. Ich würde es annehmen, wenn du über hast. Ansonsten würde ich selber holen. Dann könnte ich mir woanders hier inner holen. Wird dir auch einen kleinen Obolus geben. Aber wo kriegt man eigentlich die ersten Inner von den Schulen her? Okay, danke. Okay, ja, dann machen wir das so später. Dankeschön, Mann. Aber wo kriegt man die ersten? Ja, der Trader hat ja nur den zweiten und den dritten.
Nur vom Markt? Okay. Oder Bookstil. Ja, okay. Ich dachte, man kann den auch irgendwo vielleicht eintauschen. Aber es sieht schon episch hier aus, teilweise. Ich mag noch nicht, dass die neuen Schulen so leer sind. Das sieht schon cool aus hier, auch mit den chinesischen Drachen. Ich liebe chinesische Drachen. Chinesische Drachen sind die richtigen Drachen. Das war knapp. Ich wäre fast ausgeblutet. Auch wie er hier einmal so rumgeht. Das sieht so cool aus. Okay. Ich liebe den Drachen. Ich setz mich... was? Eins in sein Maul? Ich hab mich auch immer... Kennst du das Drachenboot in Jinling? Ich hab mich da immer ins... Ich hab immer versucht, da ins Maul zu kommen. Das war ein bisschen... Das war hart, da reinzukommen. Weil du da nur so einen winzigen kleinen Spot hast, wo du da reinspringen kannst. Ich weiß auch noch, dass ich damals... Ich war damals als Jugendlicher sehr ambitioniert. Ich wollte einen Film drehen in Age of Wushu, weil ich die Kamerafunktion gefunden habe. Und dann habe ich meine Freunde alle gefragt, ob sie mitmachen und sowas. Und eine Szene war auch dort am Drachenboot. Mit Emotes und sowas. Und dann habe ich immer Kamerafahrten gemacht und habe dann immer gesagt, Leute, jetzt müsst ihr das irgendwas in Emote machen und so, im Teamspeak und so. Ach, das war schon cool. Ich habe das auch alles noch auf der alten Festplatte. Ich weiß doch, ich habe schon das Intro geschnitten gehabt. Das ging so hart, Leute. Das ging so hart. Ich habe richtig viel Zeit in so eine Scheiße gesteckt. Ich habe schon immer so eine Scheiße gemacht. Ich weiß auch noch, ich habe früher Tutorials für, wie man die Kamerafunktion und sowas im... Ich war früher richtig Forum aktiv, als es noch Forum existiert hat. Ich mochte Foren damals in Videospielen. Die gehörten für mich richtig dazu, also in MMOs gerade. Und ich weiß auch noch, dass die echt gut geklickt wurden und dass auch die GMs oftmals geschrieben haben, danke für das Tutorial und sowas. Weil das auch einfach clean Tutorials waren. Kein langes Blabla, sondern einfach clean auf den Punkt gebracht, dass man es direkt versteht. Der Forum-Mode, das kann ich mir echt schwer vorstellen, Mann. Da komme ich eigentlich her. Und dann mit meinem YouTube-Kanal immer schön die Videos ins Forum gepostet, um Klicks zu bekommen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Hat funktioniert. Ich wurde ein paar Mal im Spiel schon angeschrieben, dass die das cool finden, was ich so auf YouTube mache. Aber ich finde es schade, dass meine... ich weiß nicht, ob ich es jetzt gesagt habe, meine Festplatte ist irgendwann durchgebrannt und damit war alles weg. Ich bin noch einmal, das habe ich richtig oft versucht, ich bin ein einziges Mal dann irgendwann mit einer Notfall-CD in die Festplatte reingekommen. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Datenträger, der groß genug war und ja, konnte es nicht runterholen und dachte mir, ja, geht beim nächsten Mal wieder, ich habe es nie wieder hinbekommen, in die Festplatte reinzukommen. Ich würde das so gern sehen, das Projekt. Ich würde das so gerne sehen, was ich da damals gemacht habe. Wahrscheinlich ist das gar nicht mal so gut, aber ich war ein kleiner Junge. Ich würde das einfach gerne mal sehen. Allgemein, was auf der alten Festplatte ist, würde ich gerne mal sehen. Die ganzen Bilder und sowas, das sind bestimmt Erinnerungen. Die 5 Dailies gibt es heute nicht. Demon Gate Box. Dann bin ich fertig mit Wudang heute wieder.
Ich habe halt damals in dem Spiel wirklich gelebt. Ich habe hier alles verbracht. Ich habe auch die Zeit, wie ich auch schon öfter gesagt habe, die meiste Zeit habe ich gar nicht wirklich Progress gemacht. Ich habe einfach nur mit Menschen verbracht. Leuten geholfen. Noobs durch Instanzen gezogen. Keine Ahnung, was ich hier gerade wollte. Ja, einfach Zeit mit Leuten verbracht. Okay. Ich gehe schon mal weiter nach Jinling, aber kann man ja zwischen tun. Zwischen tun. Deutsch. Das ist wirklich besser mit dem Licht, oder? Es ist so soft. Wieso mache ich das nicht? Wieso habe ich das jahrelang anders gemacht? Ich bin voll gut ausgeleuchtet. Ohne alles in die Fresse gestrahlt zu bekommen. Das ist krank. Das war auch meine AOW-Experience, war einfach immer mehr socializen als reines Zocken. Viele Stunden einfach nur gechattet und so weiter, ja. Das ist Age of Wushu. Oder irgendjemand muss in Kian Deng Town, was auch immer für ein Inner Level. Ich glaube, es war Sunset oder so, wo man noch Kills brauchte für. Einfach mal hingehen, einfach mal Leuten helfen. Oder. Ich sag's jedes Mal. Der diplomatische Aspekt mit den Gilden und sowas, dass es Verfeinungen gibt, dass halt alles, was so sozial ist, zwischenmenschlich. Dann mochte man den einen nicht, hat auf den Kopfgeld gesetzt, dann hat man zusammen darüber geschrieben und im Discord, also im Teamspeak geredet und hat dann die Jagd eröffnet. Ich weiß noch, ich glaube, ich habe mal mit jemandem bestimmt 2 oder 3 Stunden, das war relativ am Anfang meiner Age of Wushu-Karriere, wir haben einfach 2, 3 Stunden jemanden über die Maps verfolgt und haben den gejagt und so eine Scheiße. Ich sehe es immer als eine Art interaktives Social Media. Kann man schon so sagen, ja. Ja, ja, kann man so sagen. Und in Age of Wushu, du kannst jemand sein. Und du musst nicht jetzt zum, also da habe ich auch drüber geredet mit Aki. In WoW geht es eigentlich jedem nur darum, den meisten Schaden zu machen. Du sammelst Rüstung, also du machst 4 Schaden, damit du die Rüstung bekommst, die alle haben wollen. Aber du machst halt den meisten Schaden, damit du dann als erstes die Rüstung bekommst, um dann noch mehr Schaden zu machen. Und alle schielen aufs Damage Meter. Das mag ich auch in Age of Wushu. Während des Kampfes hast du keinen Damage Meter. Du hast erst nach dem Kampf Damage Meter. Niemand achtet darauf, oh, wo bin ich jetzt gerade die ganze Zeit im Damage Meter? Der weirde Flex kommt nur danach ein bisschen, aber auch nicht so krass. Aber da mag ich dann am Damage Meter, das hatte ich in WoW, dass wenn mich dann jemand überholt hat, habe ich noch besser gespielt, dann habe ich noch mehr aus mir rausgeholt. Das war in WoW auch weird. Ich gebe auch immer so viele MMOs. Zumindest das, was Social Media ursprünglich mal war. Schülervorzeit und so weiter. Ja, ja. Kollektive Weltflucht, Realitätsflucht, ja. Du hast fast gerade das zusammen, was ich immer negativ benannt habe über WoW und warum ich das nicht spielen kann. Das ist Power Creep und dann
wird dein Power Creep wieder zurückgesetzt, damit du weiter Power Creepen kannst. Ja, das stimmt, Mann, das stimmt. Du kämpfst die ganze Zeit in WoW jemand zu sein, also halt einfach gut zu sein. Aber hier in Age of Wushu zum Beispiel, erstens, du kannst nicht nach ganz oben, wenn du nicht super reich bist. Das ist dumm. Der Pay-to-Win-Aspekt hier in Age of Wushu ist richtig scheiße. Aber du kannst dich auf so viel spezialisieren. Ich bin gerade der fucking Schulleiter von Wudang. Ja, es gibt zwar niemanden mehr in Wudang und sowas, also nur wenige machen das mit. Aber trotzdem, ich habe mein Zwischenziel erreicht und ich bin völlig zufrieden. Du kannst jetzt sagen, ich möchte ein super kranker Schwertkämpfer sein. Ich möchte Yin und Yang in mir vereinen und ein super cooler Wudang sein. Kannst du werden. Kannst auch sagen, ich möchte jetzt ein mega kranker Kunlun sein. Du kannst dich in so viele Arten spezialisieren. Und in WoW, du liest einmal WoW-Head durch. Da steht, was musst du drücken und wann musst du es drücken. Und dann geht es halt einfach ums perfekte Spielen. Hat auch was, finde ich auch cool. Hab ich lange durchgemacht. Fand ich cool mit den perfekten Spielen. Und den Raids, gerade die Raids sind so cool. Aber mir hat der Social-Aspekt in WoW so extrem gefehlt. Ich habe mich so einsam gefühlt. Ich habe mich immer so einsam gefühlt. Ja, aber in WoW wird der Power Creep nicht zurückgesetzt. Da wirst du einfach nie das Ende erreichen. Aber das macht zumindest nicht, dass du jedes Mal wieder neu grindest, um dich wieder hochzukämpfen. Und das Wichtigste ist, du kannst dich wirklich grinden. Ja, das ist ja das Hauptding von Age of Wushu. Von WoW, sorry, jetzt habe ich durcheinander gebracht. Grinden, 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 grinden. Und die ganze Zeit dasselbe. Denselben Dungeon nochmal. Ich bin teilweise 12 Mal am selben Tag denselben Dungeon gelaufen. Und nochmal. Und dann, wenn du niedrig bist mit deinem Charakter, du sammelst Rüstung in einem Dungeon, um einen Gearscore zu bekommen, um dann in den höheren Dungeon rein zu dürfen, das aber dasselbe ist, einfach nur auf einer höheren Stufe meistens, um dann wieder Rüstung zu sammeln und einen höheren Gearscore zu haben, um dann in die nächste Stufe zu dürfen, um dann wieder Rüstung zu sammeln, um dann wieder Gearscore zu haben, damit du dann mitraiden darfst, damit du da wieder Rüstung bekommen kannst, damit du mehr Schaden machst. Keine Ahnung, Leute. Ja. Ziemlich eintönig, das Spiel. Deswegen habe ich ja am Ende einfach alle Achievements gemacht. Das war für mich am Ende das Endgameplay. Ich habe alle Achievements gemacht. Und das war auch pures Grinden. Das war Grinden, Grinden, Grinden. Das war einfach, wer zeigt, dass er am meisten grinden kann? Schwarz, Weiß, Blau, Grün. Und ich kann sehr gut grinden, Leute. Okay. Blau. Was? Achso, okay. Ich hab... Für einen Titel habe ich so viele Nächte gegrindet, ey. Ich hab bestimmt... Keine Ahnung. Ich hab bestimmt 500 Stunden dasselbe gemacht. Exakt denselben Dungeon. Immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder. Die ganze Zeit. Aber das mochte ich an WoW wieder. Weil du konntest halt so viel Zeit reinstecken. Und der einfach am meisten gegrindet hat, ja, der konnte halt damit flexen. Ich hatte dort jeden Scheiß, weil ich einfach viel Sitzfleisch habe. Weil ich einfach... Ja.
krank bin, was das betrifft. Krank. Du kannst, hast auch Progress, wenn du nicht immer alles machst, das stimmt. Du hast in Asia Wushu immer Progress. Ich habe ja auch als Kind, habe ich wenig, also ich habe fast nie Schoolspell und sowas gemacht. Trotzdem war ich relativ hoch immer. Du kannst dir auch Auszeit nehmen und einfach mal sozial interagieren. Ja, kannst du machen. Aber die Stunde und Dailies am Tag sind jetzt auch nicht so tragisch, finde ich. Du machst eine Stunde Dailies am Tag und danach bist du frei. Du bist einfach frei. In WoW? Ja, was willst du machen, wenn du frei bist? Was willst du machen? Das Spiel hat nicht keinen Content. Du kannst grinden. Deine Dings hier, deine Achievements halt. Grinden. Aber ich liebe WoW-Raids. Die Raids sind das, was WoW halt so gut machen. Und es ist fucking solide. Und du kannst dort halt wirklich dein Skill zeigen. Du kannst dich dort sehr, sehr gut mit Menschen messen. Und ich bin ja so ein Competitive Gamer. Aber WoW war auch, war keine Ahnung, Mann. Ich habe das Gefühl, es hat mir nicht gut getan. Also teilweise auch nicht. Weil ich habe mich ultra einsam gefühlt und ich hatte pures Hochstapler-Syndrom, die ganze Zeit. Ich habe mich teilweise so schlecht gefühlt, weil ich gut bin. Das kann arrogant klingen, aber ich hoffe, ihr nehmt das hier nicht als arrogant auf, so wie Asu. Sondern einfach als, ja. Dass ich hier meine Feelings erzähle, Leute. Hochstapler-Syndrom ist ein schwieriges Thema. Wem soll man da voll erzählen? Man wird so schnell als arrogant abgestempelt. Das ist auch einfach mal für Leute, die nicht den ganzen Tag Zeit haben. Ja, das stimmt. Aber das ist in WoW auch ähnlich. Also du kannst ja deinen Charakter hochleveln, da brauchst du zumindest viel Einstiegszeit. Oh, ich wollte gerade Chips essen. Aber später brauchst du eigentlich auch nur noch dann zum Raid gehen. Das haben die jetzt in... Was? Scheiße! Ups. Ich habe gerade in den Chat geguckt. Okay. Du brauchst später, das habe ich zumindest eine Zeit lang manchmal gemacht, da bin ich einfach nur jeden Mittwoch bin ich online gegangen zum Raiden und sonst habe ich nicht gespielt. Aber das haben sie jetzt in Wrath of the Lich King auch geändert, da musstest du schon viel grinden. Es wurde ja auch immer schlimmer. Mit jedem Update. Wenn es einfach nur ein Spiel ist, wo Egoismus auf Platz 1 steht, ja. Ja. Das ist Gruppenegoismus, keine Ahnung. Du bist mit Leuten, aber trotzdem ziemlich allein, habe ich das Gefühl. Ich wollte eigentlich diesen Monat wieder WoW spielen, aber das gestern mit, als ich in den Chat gekommen bin und nicht einer gefragt hat oder nicht einer Hallo gesagt hat oder gefragt hat, ey, wo warst du, wie geht's dir? Ich habe keine Lust mehr.
Nennt mich klein Rumheuler. Aber ich weiß nicht. So geht man. Ich weiß nicht. Das finde ich sollte anders sein. Aber das, was Final Fantasy ja gepriesen hat und ESO macht es auch, du hast diese FOMO nicht. In WoW bist du die ganze Zeit auf FOMO. Wir müssen A und Z machen vor dem neuen DLC und Stuff. Vor allem in späterem DLC kann ganze Features werden dann einfach gestrichen. Ja, aber du kannst ja schon die Sachen behalten. Und zum Beispiel Shadowmourne haben die gemacht, dass ich es am Ende dann haben die dann gemacht, dass ich das transborgen konnte. Und dann konnte ich halt zeigen, ja, ich hatte damals Shadowmourne. Aber ja, du grindest auch richtig viel, hast FOMO, möchtest unbedingt etwas haben. Und dann wird's eigentlich, ist es am Ende egal. Bis auf, dass du halt das Erinnerungsstück besitzt. Ich wollte auch so unbedingt Shadowmourne haben. Es war unfassbar. Ich habe so krank reingegrindet und mich verbessert. Aber dann am Ende hatte ich es. Okay, ich hab's. War schon im ersten Moment cool. Aber auch nur im ersten Moment. Habt in der Gilde noch weiterhin damit gedient, weil das fand ich, ist Respekt. Die haben mir das ermöglicht, also muss ich das auch machen. Muss ich für die meinen Dienst erweisen. Aber am Ende hat es eh jeder, weil die es so geändert haben, dass es super einfach war zu bekommen. Und dann war es auch wieder, ja okay, ich war jetzt der Erste, aber... Ja. Und dann war es wieder obsolet, hat niemand mehr interessiert. Das neue Update kam raus und sofort wurde es ausgetauscht. Ich kann nicht voll nachvollziehen, aber wie ist mehr wie eine kleine Familie. Ja. Ja, und das war halt, um jetzt nochmal den Real Talk rauszuholen. Wir haben ja gestern schon mal drüber geredet. Abdem ich so 10, 11 Jahre alt war, hatte ich noch weniger als zuvor, aber hatte ich keine wirkliche Familie mehr. Und hab halt in MMOs. MMOs waren mein Familienersatz. Ich habe das auch immer früher gesagt, ich habe immer nach familiären Gilden gesucht. Immer. Mir ist das eigentlich extrem wichtig in so einem Spiel. Und das findet man in WoW nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob das alles einfach Sozialkrüppel sind oder... Keine Ahnung. Aber wir sind doch alle Sozialkrüppel. Das macht es doch aus. Deswegen haben wir doch uns. Keine Ahnung, Leute. Asman macht keinen Mount auf mehr, weil er nicht mehr alle Mounts hat und er kann einen Haufen auch nicht mehr bekommen. Ja, wenn du aufhörst, dann bist du raus. Das stimmt. Das gibt es. Oder die Titel zum Beispiel, die ich mir noch geholt habe, die Aso nicht erreicht hatte, leider. Es tut mir auch echt leid für ihn. Aber er hätte. Ich fand das echt schade, was ich heute gelesen habe, weil eigentlich habe ich Aso ziemlich lieb. Er war einer der einzigen, die irgendwie ein bisschen anders waren. Aber er ist so drin. Ich
mag Arso eigentlich extrem gerne. Es war wirklich schade, dass er die Nachricht, die er mir heute geschrieben hat. Asmon macht keinen Mount auf. Achso, ja, das habe ich gelesen. Imagine Asmon, der spielt seit 2 Jahren oder so nicht mehr aktiv und sein bester Freund McConnell heißt ihn dafür, dass er WoW betrogen hat. Ja. So hat es sich auch angefühlt in der Nachricht heute. So hat es sich gestern im Chat angefühlt. Ich hatte das Gefühl, der Junge ist gegangen. Er ist nicht mehr relevant. Mach gleich dein PE doch. Ja, ich mach mein PE, warte. Bin ein bisschen abgelenkt, merkt man vielleicht. Da ist er. Leute, wir sind ein Lucky Girl. Ich werde den Stream hier hochladen, Leute. Ich werde den Stream auch auf VOD hochladen. Und ich werde es in den Titel schreiben. Ich werde reinschreiben, irgendwie sowas wie Real Talk zu WoW oder so. Ich war am Anfang des Streams, war ich überlegen, habe ich mir gedacht, diesen Stream heute werde ich wohl nicht hochladen. Der ist so deprimiert, aber nee. Der kommt trotzdem hoch. Sollen die Leute das doch sehen? I'm a lucky, lucky girl, I'm a lucky girl. Nee, leider nicht, Astrid, leider nicht. Wieso ist Astrid bei mir eigentlich kein Close Friend? Und warum ist Juji kein Close Friend? Achso, weil Astrids Close Friend List voll ist, okay. Kann Astrid nicht mehr? Oh, Astrid kann gar nicht mehr. Glaubst du, Juju kommt? Rosalia ist ja auch noch da. Ah, die kann gerade nicht. Nee, refuse. Sollen wir starten? Ich kann sie ja mal anschreiben. Vielleicht ist sie gerade irgendwas am Machen. Ah, sie ist gerade zu Hause. Im Falcon. Sie ist wahrscheinlich AFK dann. Ja, okay, ich starte. Jetzt schreibt sie genau und schreibt sie in 10 Sekunden und sagt, ja, ich will unbedingt. Was habe ich denn gleich noch zu tun? Luyang und Go City. Heute ist die letzte Stufe von Dreamland, oh mein Gott. Dann habe ich es auch endlich geschafft. Ich freue mich schon, dass in 3 Tagen oder sowas endlich die Brust kommt. Ich werde sie direkt auf C7 pushen.
Danke fürs schnell reagieren. Gönn dir die Dinger, Mann. Ich weiß doch, du brauchst den Schaden. Kann ja nicht jeder so viel Schaden machen wie Jinghua. Hä? Ich hab dich doch angeklickt. Zähltet die Meridian? Ich glaube, die Meridian Ini zähltet nicht für Weekly. Aber da brauche ich ja auch meinen einen Run. Sonst komme ich da ja nicht rein. Wenn man auf 0 steht, steht man ja auf 0. Danke, Leo. Vielen, vielen Dank. Dann haben wir das geschafft. Dreimal PE heute. Das habe ich alles gemacht, ja? Ja. Okay, dann nach Luyang. Aber es ist so sad und es tut mir leid für dich, ja. Es ist, wie es ist, ne? Ich muss echt sagen, ich habe mich lange nicht mehr so wertlos gefühlt wie gestern im Stream. Und dann fand ich noch schade, dass mir das so umgedreht wurde, dass ich anscheinend überreagiere. Aber es ist so bezeichnend für Aso. Ich hätte nichts anderes erwartet. Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich jetzt nicht so drüber gedacht über ihn. Ich fand das echt enttäuschend. Ich dachte, ich könnte ihm sowas schreiben. Die Freundlichkeit reicht nur so weit, wie du in WoW bist. Ich will nicht so über ihn reden. Ich mag den Mann zu sehr. Er ist halt sehr eingebunden in dem Spiel. Ja. Ist die Wahrheit, ich weiß es. Ja, kann sein. Aber was mich mega gefreut hat, genau aus dem Grund, war ja letztens, dass wir mal wieder geschrieben hatten. Aber ja, man muss... Man muss ihm immer hinterherrennen. Und vielleicht erbarmt er sich dann mal zurückzuschreiben. Das hat mich auch immer mega genervt. Die WoW-Community kriegt das einfach richtig gut hin, einem das Gefühl zu geben, wertlos zu sein. Du schreibst Leute an. Ich habe auch zwischenzeitlich ohne mal geschrieben. Ich habe Durin mal geschrieben gehabt. Ich habe die so gern gehabt, diese Leute.
Das waren richtig coole Leute. Glaubst du, einer hat davon geantwortet? Ich hatte den, als Dame den Song rausgebracht hat, habe ich den direkt rübergeschickt, so als, ja, als, guck mal hier, der hat einen neuen Song rausgebracht, nice. Auch so ein bisschen als, ey, als Anfang, dass man vielleicht wieder was schreibt oder sowas, weil das, damit habe ich ja Interesse gezeigt an WoW wieder. Keine Antwort. Es ist so schade. Wieso ist man nur relevant, wenn man spielt? Aber was ich sagen wollte, deswegen habe ich mich letztens gefreut, dass der Aso zu mir gemeinte, ja, man kann ja, wir können ja einfach, ich spiele meinen Scheiß, er spielt seinen Scheiß, man kann ja einfach mal wieder im Teamspeak sein, also im Discord meine ich, und einfach mal wieder über Gott und die Welt reden, weil das habe ich mit ihm früher echt gern teilweise gemacht. Habe ich gerade einfach so die Quest gemacht, Drive-By? Ich habe es gar nicht gemerkt. Aber, ja. Ich wurde nie warm mit WoW. Früher nicht wegen Abo-Modell, konnte es einfach nicht zahlen. Ich auch. Ich habe früher zwei, dreimal bis Level 20 gespielt, die Testversion mit einem Kollegen zusammen. Aber ich musste früher halt immer Free-to-Play spielen. Ich war MMO-Spieler und ich war Free-to-Play-Spieler. Weil wir hatten halt kein Geld. Meine Eltern hätten niemals verstanden, dass ich Geld für ein Videospiel ausgeben möchte. Erstens habe ich keins bekommen und zweitens haben die es selber für nicht. Als für dumm, also für nicht relevant erklärt. Ja, same. Nächtelang über Shit geredet, Deep Talk und dann kein WoW, dann war ich nicht mehr eine Person. Egal was. Das, was du durchgemacht hast, hatte ich damals auch mit ihm. Erinnerst du dich? Aber nee, kam nie wieder an ihn ran. Ja. Also, wenn du das hörst. Komm raus, Dabodi. Rede mit deinen Freunden. Wir sind hier. Wir lieben dich also. Ja? Wir mögen es, mit dir zu reden. Halt dich an die Leute, denen du wichtig bist. Die gerne Zeit mit dir verbringen würden, Mann. Einfach auch mal so. Und antworte den mal, Mann. Antworte den mal. Gebt denen nicht jedes Mal das Gefühl, dass sie wertlos sind. Man muss immer hinterherrennen. Was mache ich gerade? Das Tutorial öffnen für den dritten Dings. Die Content Cam ist gerade ein bisschen schwarz, weil ich brauche jetzt kurz den Monitor. Ich brauche gerade den Monitor, weil ich einfach gehirnlos genau das mache, was die Person im Video macht. Okay, was habt ihr noch geschrieben? Es ist mir so scheißegal, ich liebe ihn nicht. Ich mochte es mal, aber nö, bin dann. Soll er weiter in WoW copen? Ja, das passiert dann irgendwann. Ist auch völlig verständlich. Aber in meinem Herzen hat er noch ein Plätzchen. Aber wie es aussieht, keine Ahnung. So traurig es ist, ist es anscheinend langsam vorbei. Es heißt langsam anscheinend Abschied zu nehmen. Nicht von meiner Seite aus. Und AOW hat mich für die Standard-MMO-Formel verdorben.
Ich verstehe das. Ich verstehe das. Alle MMOs sind gleich. Alle sind so langweilig. Aber Classic. WoW Classic, Bruder. WoW Classic, Classic. Das war ein richtig cooles Feeling. Das war auch ganz anders. Alle Leute... Mein Monitor war gerade einfach aus. Classic war das... Ja. Keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben. Es war zu krass. WoW Classic, Mann. Aber das erste Classic. Alle Leute sind miteinander nett. Alle Leute haben miteinander Spaß. Alle machen... machen Roleplay und so eine Scheiße. Alle sind füreinander da. Es gibt PvP und sowas. Da gab es auch noch, das haben sie irgendwann komplett rausgenommen für die deutschen Server, gab es auch noch PvP-Server. Die haben sich später irgendwann für einen PvE-Server entschieden. Wie langweilig ist das denn bitte? Gerade für jemanden wie mich, der aus Age of Wushu kommt, wo du eigentlich überall PK hast. Jeder kann überall jeden angreifen und das gibt dem Spiel noch so eine Substanz. Und das gab es halt in Classic auch teilweise. Und auch, dass du noch Ewigkeit zu den Dungeons laufen musst, das war halt wirklich, WoW Classic ist ein Abenteuer. Ein pures Abenteuer. Das war richtig, richtig geil. Und ich würde auch nochmal Classic spielen wollen. Aber das mit jedem Update von WoW wurde es schlimmer. Und ich habe es auch jedes Mal gesagt. TBC kam. War noch Zwischending. Dann kam Wrath of the Lich King. War schon ziemlich modern. War das Finale. Ich habe von Anfang an noch gesagt, das ist das Finale von Classic. Aber da kamen schon die ganzen Mechaniken rein, die nervig waren. Was? Das war jedes Mal Asus Argument. Was besser ist in den neuen Expansions sind die Raids. Die Raids sind viel schwieriger, die Raids haben viel mehr Mechaniken und alles, aber dieses Gefühl eines Abenteuers und auch, dass du, wenn du jetzt auf dem Levelweg bist, dass du an jeder Ecke von einem scheiß Murloc getötet werden kannst und alles, was auch im normalen, also was immer einfacher wurde, aber irgendwann bist du nur noch casual durchgerannt. Das war so cool in Classic. Das ist alles, das war einfach ein Abenteuer. Es war schwer, es war ein Abenteuer, es war langwierig, es war anstrengend. Genau das, was ich von so einem Spiel erwarte. Ich hasse diese Vercasualigkeit. Diese scheiß Casual-Scheiße. Ich will nicht an die Hand genommen werden. Ich will nicht durchrennen und mich ultra krass fühlen. Ich will Probleme auf meinem Weg haben. Ein Spiel für jeden ist ein Spiel für keinen. Statement. Und alle MMOs haben es halt WoW nachgemacht, ne? WoW hat immer mehr kapiert, wie kriegen die Leute einfach zum süchtig machen, sodass sie keinen Spaß mehr haben, aber süchtig sind. Und alle haben es nachgemacht, weil es die Mechanik ist, Leute dran zu halten. Aber merken Leute das nicht? Will man das? Will man vom Spiel verarscht werden? Okay. Okay, das muss ich mir jetzt merken, was ich mache. Weil das werde ich jetzt jeden Tag machen. Das ist die letzte Stufe von Dreamland. Bye, bye, bye. Der erste ist hier, oder? Ja. Keine Flying Skills benutzen. Ich weiß. Dann hier runter und da drüben ist eins. Das steht hier auch alles, oder? Nee, geht nicht. Ich glaube, wenn man das einmal verkackt hat, kriegt man hier eine Information, was man machen muss. Denn die Treppe hoch war das. Und bei der muss ich ab jetzt das erste wählen. Das stand doch am Anfang.
Okay, wo ist... Wo ist hier jetzt langgelaufen? Hier, hier. Ich versuch's auch jedes Mal. Keine Sorgen. Und hier und Option 1 wählen. Und das jetzt dreimal. Kriege ich es jetzt auch selber hin? Wo war der nächste? Der hier? Ist das der nächste? Ich habe Angst, was falsch zu machen. Ja, es ist der nächste. Und hier wieder Option 1? Ja. Es stand da, aber ich muss es trotzdem nochmal sehen. Ich muss sicher gehen. Ich habe Angst, irgendwas falsch zu machen. Dann hier oben. Hier auch wieder Option 1. Und dann noch höher. Alter, wo ist der denn lang? Der hat das so schnell verschnellert. Irgendwo hier, ja. Classic ist pur AAF. Ist, glaube ich, kein pureres MMO, Hermann. Weil ist ja in diesem neue Amazon-MMO gegangen. Y ist ja in dieses neue Amazon-MMO gegangen. Achso, ja, so, ja. Y. Ich habe den Namen gerade. Ich dachte, da steht Y. Ich habe mir Videos angeschaut. Für mich nur more of the same. Ich habe auch, als er das geschrieben gehabt hat, habe ich auch reingeguckt und für mich... Es sah für mich 0815 aus. Es sah für mich überhaupt gar nicht interessant aus. Das Setting Farm hat mir nicht zugesagt und der Rest sah für mich einfach aus wie alles andere. Ja, und stimmt. Classic, keine Microtransactions, keine FOMO. Einfach pure. Einfach deine Abenteuer. Ich bin auch langsam an dem Punkt, wo ich schon mal wieder Classic Level möchte. Ja, bist du? Ich bin da, hallo? Hallo, ich bin's. Hier, Pharmakop. Hallo. Ich bin dabei. Hallo. Das hat EOS Level-Erfahrung gekickt. ESUS Level-Erfahrung gefickt. Ja. Ja, die Level-Erfahrung, die ist einfach nur traurig in den meisten Spielen. In den meisten MMOs. Es geht einfach darum, schnell ein Endgame zu erreichen, um dann Gear zu sammeln. Ach, das dritte hier. Das war's! Okay. Was werde ich morgen denn ohne Tutorial machen? Einfach immer die erste Option und beim letzten die letzte. Die Industrie begreift dieses simple Prinzip leider nicht. Das ist Muscle Memory. Ja, die Industrie, die begreift leider dieses einfache Prinzip nicht, das stimmt. Die wollen alle erreichen und erreichen damit am Ende niemanden. Ja, wir können darüber reden, vielleicht Dezember, dann bist du raus. Aber ESO ist halt so komplex und so nicht wie andere MMOs in so vielen Aspekten. Das ist der Grund, warum so viele so früh aufhören. Okay. Ja, es ist halt schwierig, wenn der Anfang nicht gut ist. Ja, die mache ich ab morgen. Dann jeden Tag. Das, was ich gerade gemacht habe. Ist ja ziemlich simpel. Einfach mal kurz durchrennen. Geil. Jeden Tag 100 Punkte ist auch so geil. Ich habe jetzt schon wieder 820. Aber ich spare erstmal. Ich chill erstmal auf meinem Ding. Wohl so 1 Million Kulti, wenn die wäre schon. Nein, ich spare erstmal. Ich brauche sie jetzt gerade im Moment nicht, also.
Die checken es nicht, weil entweder gehen Leute mit der TES-Brille ran oder MMO. Okay. Ich habe auch keine Ahnung von ESO. Aber ja, es kann mir gut vorstellen, dass es ein schwieriger Spagat ist. Aber den versuchen sie ja auch mit ESO. Die wollen ja die Leute ranholen, die normal Elder Scrolls spielen. Aber sie wollen auch die Leute ranholen, die MMOs spielen. Und es ist, glaube ich, eine Schwierigkeit, die schwer zu meistern ist. Es soll sich anfühlen wie ein Elder Scrolls, aber es soll auch irgendwo ein MMO sein. Und das hatte ich früher das Gefühl, als ich es gespielt habe, eine kurze Zeit lang. Das Spiel sagt dir nichts, es sagt dir eigentlich viel, aber eigentlich nichts. Das ist ähnlich in Age of Wushuman, wenn du hier anfängst, weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist. Wenn du wirklich Ahnung haben möchtest, die ganzen Schadensarten und Skillsets und was, welche Schule soll ich denn jetzt gehen? Welche ist denn jetzt ganz gut? So. Weil man möchte ja auch jetzt nicht irgendwo reingehen, wo man einfach die outdated ist und wo man eigentlich nur seine Zeit verschwendet. Deswegen habe ich auch am Anfang erstmal Leo und sowas komplett durchlöchert mit Fragen. Da nehme ich kein Blatt vom Mund. Ich frage die dümmsten Fragen, die es gibt. Selbst wenn ich die Antwort schon kenne. Also halb kenne. Aber besser fragen. Immer einfach fragen. Mystery Statues. Ja, das ist auch so ein Ding, Leo. Das ist auch so ein Ding. Das musste ich auch erstmal checken. Ich war ja mal im Marshall Challenge und eigentlich geben sich die ganzen verschiedenen Skillsets und Inner und alle nicht super viel. Es ist halt alles situationsbedingt. Und ja, AOW ist ein Studium für sich, ja, Mann. Aber es gibt trotzdem bessere und schlechtere Schulen. Und man möchte ja dann schon sich aus einer besseren Schule den Inner holen und sowas. Also für den Aspekt, den man halt gerade spielen möchte. Du musst halt checken, wenn ich jetzt super PvP-Atze werden möchte oder so, dann sollte ich vielleicht als Jhin-Typ in Kunlun gehen, als Tai-Chi-Typ in Five Immortals. Und auch, um einfach mal einen Inner zu haben. Ja, genau. Und die Meta, die mag, die ich zumindest möchte die gerne checken. Mir ist das wichtig. Ich möchte gerne das Beste aus mir rausholen. Das ist eine kleine WoW-Krankheit, das habe ich dort auch ein bisschen gelernt. Ich hole mir kurz Taschentuch, das nervt gerade die ganze Zeit. Heutzutage möchte ich beides. Ich möchte Meta spielen, aber ich möchte auch mein Bullshit spielen. Wie zum Beispiel Rootless Clan. Rootless Clan spiele ich, möchte ich eigentlich nur hin, weil ich da immer hin wollte. Das Set, habe ich gehört, ist auch relativ gut. Aber hauptsächlich geht es mir da nur um den Spaß. Oder genauso wie mit meinem Twink, Shifting Flowers. Die ist nur Shifting Flowers, die war auch in keiner anderen Schule vorher. Das war mir ganz wichtig. Ich habe mir mit ihr AWE geholt auf Level... Also die ersten drei Dinger da auf Level 19 oder so, damit ich die richtige Stufe hatte, damit ich dann nach Shifting Flowers gehen darf, ohne vorher eine Schule betreten zu haben. Aber wenn man danach geht, dann ist der Weg Kunlun, Chola oder Tang. Ja, stimmt, Chola ist ja Mini-AWE, ne? Mini-AWE.
Tang ist auch S-Tier, einer? Das habe ich noch gar nicht gehört. Aber ist ja alles Yin. Oder was ist Tang? Tang weiß ich gerade gar nicht. Ja, das ist ziemlich stark, aber Rootless dauert so lange. Ja, deswegen mache ich das auch erst, wenn ich hier fertig bin mit dem Scheiß, den ich machen wollte. Ich habe halt bei X-Tour in einem Video gesehen, der hatte einen Wudang Bildguide gemacht. Und der hatte irgendwo geschrieben, dass es ziemlich gut sein soll, wenn man sechsten Inner Wudang hat und Five Immortals. Und dann während der Kämpfe immer switcht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, die Content Cam. Vergessen, Mann. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, warum. Ob es ist, erstmal mit den Five Immortals halt die Debuffs auf die Gegner zu bringen, dann zu switchen, um dann halt viel einstecken zu können, weil der Wudang ist ja hauptsächlich nur zum Einstecken da. Und ob man das dann so spielt. Aber da habe ich mich noch nicht viel mit auseinandergesetzt. Aber das ist gerade so mein Plan, weil ich es bei X-Tour gesehen habe. Der hätte da auch eine Meridianliste, die man am besten verwenden soll. Rootless Water. Auch Meridiane und so, ne? Da durchzuchecken. Keine Ahnung, was auch für meine, was welche Stats für mich gut sind. Und es gibt auch so wenig Guides und so wenige gute Guides und sowas im Internet. Es ist so schwer hier in Age of Wushu irgendwie Dinge rauszufinden. Dativa. Aber dadurch challenge einer Spiel auch die ganze Zeit ein bisschen. Kannst es halt wirklich studieren. Das mache ich ja auch. Actions mache ich erst am Ende. Das ist natürlich. Ich mache erst Five Immortals. Ich gehe Schule, Five Immortals, hab dann mein Hidden offen und dann gehe ich halt, was ich dann lustig bin. Ich mache nicht denselben Fehler wie vorher, Mann. Wie mit meinem alten Charakter. Da habe ich einfach auf Schule geschissen. Da war ich nur am Schulen hoppen, um mir die Meridiane freizuschalten. Und dann bin ich direkt nach Divine Water Palace gegangen, um einen fetten Inner erstmal zu haben, der mir nicht weggenommen wird. Und habe ja, konnte nie den Hidden Meridian dadurch öffnen. Ja, mal gucken. Man kann die Meridiane auch anders freischalten. Vielleicht gehe ich auch über 5X oder so, mal gucken. Da habe ich mich noch nicht viel mit, also da habe ich, das ist noch Zukunftsmusik, deswegen habe ich mich da noch nicht ultra viel mit auseinandergesetzt. Ich bin erstmal jetzt hier am Machen, am Wudang auf Max machen und meine Meridiane überhaupt erstmal freischalten. Ich habe noch so viele im Inventar, also auf der Bank. Da wirst du unglücklich bei den Hidden Marys. Bei den Reverse. Ja, mal gucken. Das ist noch Zukunft. Vielleicht gehe ich auch noch nicht in Rootless. Ich habe das auch noch im Hinterkopf. Five Immortals ist Wanderer Valley, oder? Ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht aus Versehen den öffne als Reverse. Den hole ich mir ja dadurch. Ich weiß gar nicht, welchen ich dann... Ich habe mir den Wudang geöffnet gehabt, ganz am Anfang schon.
Entweder Skolar oder Bagger da, ne? Weil ich habe hier noch einen auf der Bank. Aber mit den neuen kenne ich mich gar nicht aus. Boah, irgendwie ist das gerade. Irgendwie sind die Chips gerade irgendwie. Da war gerade sehr viel Pulver drauf. Wie viel für PvP ist der Scholar selber wichtiger als der Mount Hur? Aber ich bin ja PvE mit dem Charakter. Scholar ist selber wichtiger als der Mount Hur? Ich kann ihn jetzt leider nicht sehen. Haben die nicht alle dieselben Stats? Aber ich weiß auch, dass einer der einzigen, die nicht reversed sind im X-Tour-Guide, war, dass ich den Wanderer Valley Meridian behalten soll dann. Warte, ich hab den noch gar nicht freigeschalten. Lol. Hä? Ich dachte, ich hätte den schon freigeschalten. Lol. Ich glaube, den öffne ich als nächstes. Ja, muss ich ja. Was? Ich habe zwei normale und ein Reverse noch auf der Bank. Okay, was mache ich jetzt? Ich habe gerade alles gemacht, oder? Leute, ich mache das schon Drive by Muscle Memory. Ich habe gar nicht drauf geachtet, was ich tue. Ich bin fertig, oder? Ja, bin ich. Dann geht's jetzt zum Chesset. Komplett verwirrt mal wieder, der Junge. Der Scholar hat Internal Death Ignore, das hat der Mount Hur nicht. Echt? Ich dachte, die hätten immer dieselben Stats. Komm, man lernt jeden Tag was Neues, wenn man mit Leo im Chat ist. Weil bei Wudang jetzt zum Beispiel ist es ja auch so. Ach, der Mount Hur gibt dir selber Internal Death, okay. Ja, bei dem ist es exakt gleich. Ist auch der einzige, den ich gucken kann, das einzige, den ich freigeschalten habe. Und wie hoch ist dein Chesset schon? Ich hab's schon auf 8, Mann. Ich muss das irgendwann dann in 5 Jahrhunderten leveln. Level 11 schon, krass. Und wie ist das so? Level 11, ist das nicht fast Max? Es geht ja nur bis 12, was? So viel schon? Machst du auch die PvP-Quests und sowas? Ich finde die Leute dafür. Oder hier ein bisschen Chess spielen? Ich mach immer nur die 4 Dailies. Bin noch nicht gelevelt, okay. Ich dachte. Es gibt ja auch die Pillen da. Ich glaube, es gibt schon ein paar Leute, die gehen gerade voll da drauf. Die eh nichts Besseres zu leveln haben. So viele Leute sieht man mit dem Set kämpfen. Ja, das Q&A, das mache ich auch immer. Den Boss habe ich noch nicht einmal gemacht.
Ich habe letztens aus Spaß mit dem Chess-Set gegen jemanden gekämpft. Ich habe den so auseinandergenommen gehabt. Aber nur einmal. Da habe ich zufälligerweise gerade die ganze Zeit genau das gedrückt, was ich drücken sollte anscheinend. Der war einfach Dauerstunt. 45, das ist gut, ja. Ja, dann verstehe ich auch, dass du schon so weit bist. Wie viele Wochen gibt das jetzt schon? 3 oder 4? Das ist ja eine ganze Stufe. Bis 2. 120 Dinger. Aber wenn du schon vorher geholt hast, 90 und dann 120. Ja, kann man, ist nicht ganz, aber... Ganz grobe Rechnung, Leute, ganz grobe Rechnung. Das müssen wir uns auch mal angucken. Aber das ist... Ist es so blöd, dass ich so niedrig bin? Wir können nicht wirklich Dinge ausprobieren. Im Marshall Challenge gibt es das Set nicht. Ja. Und wenn wir so kämpfen, dann haust du mich sowieso mit 3 Hits weg. Außer du schaltest deine Meridian auf. Achso. Ja, Collect Materials habe ich auch noch nicht gemacht. Das ist keine Ahnung. Keine Ahnung. Das war mir zu blöd. Dann sollten die anderen ja alle auch bald auf 12 sein damit. Ja, okay. Mach ich auch. Ich guck's mir erst gar nicht an. Und das Chatset würde ich mir gerne mal genauer angucken. Das müssen wir mal zusammen ein bisschen ertesten. Ich würde das gerne verstehen. Ich hab's einmal durchgemacht, hat 2 Stunden gedauert. Okay. Ja, dann lass ich das mal lieber. Für 20 Punkte. Ein Spiel, was ich spiele, heißt Tiny Glades bei by the way. Ja, ich habe eben drauf geguckt und habe mich gefragt, was passiert da? Was machst du da? Bauen, aber warum? Baust du eine neue Age of Wushu Map? Einfach bauen, okay. Einfach ein bisschen kreativ sein. Ein Tag Spieleentwickler spielen. Das sieht schon interessant aus. Sehr entspannend. Ich spiele so welche Sachen gar nicht, ne? Ich weiß nicht, ob mich das Kira machen würde. So ganz für mich alleine, entspannt spielen. Der war eine süße Ente. Sieht schon interessant aus. Ist doch voll schön. Der entspannende Jesse.
Es ist einfach nur bauen. Ja. Würde mich Kehre machen. Oder ich würde einfach stundenlang drinne sein und mich am Ende fragen, was habe ich gemacht? Ich sollte auch öfter sowas spielen. Das sieht mega interessant aus. Das kommt auf meine Liste. Vielleicht streame ich das mal. Tiny Glades. Ich mache mir für die nächste Staffel Dead Modi mache ich mir auch noch einen Plan. Seht ihr mein Dingsding, ne? Ja, egal. Könnt ihr ruhig sehen. Tiny Glade. Oder Spoiler, was euch erwartet. Ihr habt vielleicht ein bisschen was sehen können, war komplett abgeschnitten. Ja, ich muss es nicht mehr kaufen, ja. Das spiele ich auch mal im Stream. Die nächste Staffel Modi wird auch. Es wird viel passieren, Mann. Ich habe so viel auf der Liste. Ich mache mir einen groben Plan und dann werden wir schon 1, 2, 3 Monate wieder zu tun haben. Ich versuche jetzt meine Aktivität auf Twitch einfach in Staffeln zu sehen. Manchmal, da muss ich halt einfach mal ein bisschen weg. Das sind alles Staffeln, Leute. Ich bin mal wieder ganz viel da und dann bin ich halt wieder Zigaretten holen. Werf die Scheiße immer weg. Ich hoffe immer, dass da was Tolles drin ist. Aber immer nur Feuerwerk. Ich hätte gerne aber noch ein paar Bewohner, damit es auch belebt ist. Das wär cool. Einfach ein Aufbausimulator. Nicht ganz, aber wo du einfach kein Ziel hast. Wo du auf nichts achten musst. Einfach so baust ein paar schöne, eine schöne Umgebung für Leute, baust ein paar Häuser. Und dann laufen die da rum und so. Ja, das finde ich aber auch, würde ich auch, dass es eine gute Idee wäre. Das erinnert mich daran, damals habe ich mit einem eigenen Kollegen, den habe ich kennengelernt im Internet. Tatsächlich war ich bei dem im Stream und habe mich dann bei ihm als Mod beworben. Und dadurch sind wir ins Gespräch gekommen. Und mit dem, der hat irgendwann einen Server aufgemacht und wir wollten eine Art Skyrim nachbauen. Und ich habe hauptsächlich die ganze Zeit nur Städte und Dörfer gebaut und hab die mit NPCs belebt. Wir hatten da ein Mod, das war ein Modpaket. Wir hatten da Mods für NPCs und Quests erstellen und alles. Und das war richtig cool, so den Tagesrhythmus zu geben und Aufgaben zu geben. Oh, und einfach Städte zu bauen und sie zu beleben. Hat einfach Spaß gemacht. Ich mag sowas eigentlich. Ich mag eigentlich Welten erstellen und Quests und alles. Habe ich auch auf meinem Minecraft-Server. Da gibt es ja auch schon Quests, aber nicht viele. Das ist echt kompliziert, das ja zu machen. Da sind es auch so eingeschränkt. Man muss da schon öfter mal um die Ecke denken, um da irgendwie was einzuprogrammieren. Um es so zu machen, wie man es haben möchte. Bruder, gib dir das Eis. Sieht alles ziemlich schön aus dort, ja.
Es sieht krass aus. Das ist das realistischste Eis, was ich je gesehen habe. Ja, weil es Stufen hat. Es hat Tiefe. Okay, ja, Leute. Das war's mit den Dailies. Das war's. Anthony Oti war back auf eurem Bildschirm. Glaube, ich mache jetzt erstmal wieder aus. Das war der Stream. Heute nicht so viel Ahahihi. Heute ein bisschen deeper. Leo kennt es hier gar nicht anders. Der kommt immer rein, wenn es auf einmal deep wird. Habe ich mich ein bisschen bei euch ausgeheult. Euch ein bisschen über meine Gildensorgen und WoW-Sorgen und so erzählt. War sehr süß. Jetzt, es hat es auch komplett weggenommen jetzt. Bin eigentlich gar nicht mehr wirklich traurig darüber. Also trotzdem noch traurig, aber dadurch, dass ich jetzt drüber geredet habe, kann ich es abschließen. Ich meine, ich habe Leute wie euch, die es schätzen, wenn sie mich sehen. Wenn ich in Age of Wushu online komme, dann werde ich begrüßt. Und da wird man, da kriegt man das Gefühl, dass man ein Mensch ist. War schön, sich mal wieder als Mensch zu fühlen. Als Teil, okay. Das hat mir mein Deep Move wieder weggenommen, Leute. Okay. Nur schade, dass Darius und Aki heute nicht da waren. Aki ist schon am Pennen. Die hat versucht, wach zu bleiben, hat nicht funktioniert, kann ich aber auch verstehen. Wie gesagt, dein Stream, meine neue Daily. Dann muss ich ja jeden Morgen im Stream. Scheiße, Mann. Aber ja, habe ich ja sowieso vor. Okay, Leute. Dann gehen wir jetzt hier rein. Dann sage ich bis morgen. Tschüss, seid kein Ei und morgen wieder mit dabei. Wenn es wieder heißt, wir versammeln uns gemeinsam, gemeinschaftlich und miteinander, um Dailies zu machen. Bye bye, peace.